fünf Gründe, wieso du dich jetzt mit Wildkräutern beschäftigen solltest. Viel Spaß mit diesem Video. Man sagt dir, was du bist, doch all das bist du nicht. Du bist weit mehr, weit mehr. Du bist Licht. Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Freunde der Gesundheit, der Schönheit, der Heilung, der Naturliebe, bei einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute fünf Gründe nennen, wieso ihr euch oder du dich besonders jetzt mit Wildkräutern beschäftigen solltest. Ich muss mich allererst entschuldigen für die Tonqualität, denn mein Mikro ist leider kaputt. Ich habe es beim letzten Mal schon gemerkt und ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt. Hab mir jetzt ein neues Mikro bestellt, also beim nächsten Video kriegt es bessere Tonqualität. Ich fange aber direkt einfach mal an mit dem Video. Also Punkt Nummer 1. Wildkräuter haben eine gigantische Nährstoffdichte. Es ist mittlerweile erwiesen, dass heutzutage unsere Nahrungsmittel ca. 70-80% im Durchschnitt an weniger an Mineral- und Mikronährstoffen, Vitaminen und so weiter in sich beherbergen. Über die letzten Jahrzehnte ist unsere Nahrung massiv denaturiert durch die konventionelle Landwirtschaft, durch das Abroden der Felder und durch das Düngen mit SPK-Dünger, also Stickstoff, Kalium, Phosphor. Alle anderen Mineralien werden dem Boden nicht mehr zugesetzt und sind oft nicht mehr in den Nahrungsmitteln drin. Das heißt, unsere Nahrungsmittel sind denaturiert und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist rausgehen und kostenfrei sich die Wildkräuter sammeln. Und die Wildkräuter, die haben wirklich alles drin. Also in der Brennnessel, ich blende euch hier mal eine Tabelle ein, seht ihr 330 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm. Das ist unschlagbar. Das ist 10-mal so viel wie Kopfsalat und andere Dinge oder 20-mal so viel wahrscheinlich. Und ja, es ist einfach absolut empfehlenswert, um die Nährstoffspeicher aufzufüllen, Wildkräuter entweder zu entsaften, in Smoothies zu tun oder in Salate. Ich empfehle das Entsaften, weil ihr dann große Mengen wirklich zu euch führen könnt. Das ist das Beste und ich merke wirklich einen absoluten Energiekick. Heute ist zum Beispiel ein Fastentag und ich habe Wildkräutersäfte getrunken und ich habe unfassbar viel Energie und habe richtig Freude, dieses Video zu machen. Punkt Nummer 2. Der Biophotonengehalt in Wildkräutern ist am allerhöchsten im Vergleich zu allen anderen Lebensmitteln, die ihr zu euch führt. Biophotonen sind Lichtteilchen. Diese Entdeckung gilt dem Wissenschaftler Fritz Albert Popp und er hat herausgefunden, dass Stoffwechselvorgänge im Körper nicht über enzymatische Reaktionen ablaufen, sondern über Lichtteilchen. Diese Lichtteilchen werden in Pflanzen gespeichert über das geronnene Sonnenlicht. Im Grunde sind Lichtteilchen, Biophotonen, geronnenes Sonnenlicht in Pflanzen, die halt verfliegen, wenn man zum Beispiel Lebensmittel lange lagert, wenn sie von der Erde entwurzelt wurden und im Kühlschrank liegen, dann sind kaum noch Biophotonen vorhanden. Und diese Biophotonen sind mindestens genauso wichtig für unseren Körper als Treibstoff wie ATP oder wie Kalorien. Und diese Kalorientheorie ist wirklich nur sehr, sehr, sehr begrenzt und einseitig. Es gibt auch viele, die sagen, dass die Kalorientheorie komplett fake ist. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass wir schon Kalorien brauchen, aber dass der Körper auch ganz anders, dass er kein reiner Verbrennungsofen ist, dass wir auch feinstoffliche Körper haben und dass wir über Lichtteilchen auch Energie gewinnen. Das heißt, wenn du den Biophotonengehalt in deinem Körper steigern willst, dann brauchst du entweder pures Sonnenlicht oder das Licht aus den Wildkräutern. Denn wir sind Lichtwesen, wir funktionieren über Licht. Und damit meine ich nicht nur das physisch messbare Licht, das wir jetzt sehen, sondern auch das Feinstoffliche. Genau, aber das ist nochmal ein großes Thema für sich. Wenn ihr daran interessiert seid, dann bitte ich euch, in die Eigenrecherche zu gehen. So, Punkt Nummer 3. Wildkräuter sind eine natürliche Arznei. Die meisten Medikamente, sowie Aspirin und auch andere Medikamente, wenn ihr mal genau hinschaut, beruhen auf bestimmten Stoffen, Pflanzenstoffen, die in unseren heimischen Wildkräutern vorhanden sind. Zum Beispiel die Blutung anregen, die Kapillargefäße öffnen, die Leber, die Niere, die Galle entsäuern, entgiften und reinigen.
Und ich habe für euch, auch für diejenigen, die Lust haben, zu einer Wanderung zu mir zu kommen, habe ich auch ein total praktisches Dokument erstellt, dass ihr nicht immer ein fettes Buch, wenn ihr euch Bücher holen wollt, das ist toll, ich lerne auch mit Wildkräuter Büchern oder zum Beispiel der App PlantNet, aber ich habe ein Dokument erstellt, das kann ich euch hier auch mal kurz einen Screenshot einblenden, wo ich einfach eine Tabelle habe von den heilwirkenden Inhaltsstoffen im Vorkommen der Pflanze. Entschuldigung, jetzt schreien gerade die Kinder sehr laut, aber auf jeden Fall habe ich da einige coole Dokumente vorbereitet, wo alles ganz kurz zusammengefasst auf ein paar Blättern ist, die ihr einfach in die Hosentasche tun könnt, und es ist sehr, sehr praktisch zum Sammeln. Genau. Also natürliche Arzneimittel, zum Beispiel könnt ihr aus Fichtennadeln einen Hustensirup machen, wenn ihr es in Alkohol einlegt und so weiter. Übrigens würde ich noch sagen, mein letztes Video, das war eine Fichte. Tannenspitzen sind eher nicht so gut. Das war eine Fichte. Also falls ihr das gesehen habt, da muss ich auch selber immer wieder dazulernen, weil es gibt so viel dazu zu lernen im Bereich Wildkräuter. Und auch ich lerne immer weiter dazu. Und ich möchte jetzt hiermit auf einen tollen Online-Kurs hinweisen vom lieben Philipp von Razor Frequency, der Wildkräuter-Experte ist, der mich auf meinem Weg auch sehr inspiriert hat, der auch einen großen YouTube-Kanal hat, den ich hier unten verlinken werde. Ich werde auch den Kurs hier unten verlinken. Wenn ihr mit dem Rabattcode MarlonFantastic15 kriegt ihr noch einen 15%igen Rabatt auf den Kurs. Das ist wirklich ein absolut fantastischer Online-Kurs, wo ihr Tipps bekommt zur Anwendung, zum Sammeln und auch wie man Tinkturen aus den Wildkräutern herstellt, also natürliche Arzneimittel. Und ich kann ihn wirklich nur von Herzen empfehlen. Also wenn ihr ein visuell veranlagter Mensch seid und nicht über Bücher gehen wollt, dann könnt ihr diesen Kurs erwerben. Also zum Erkennen der Pflanze. Doldenblütler, wie ihr seht, die haben also diese Strahlen und dann lauter viele, viele kleine Einzelblüten, die so eine Plateauebene bilden. Bei den Doldenblütlern muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es also auch welche, die ähnlich aussehen wie die wilde Möhre. Zum Beispiel die Petersilie oder auch der gefleckte Schierling, diese also wirklich giftig sind. Aber mit den Kriterien, wie du sie identifizieren kannst, wirst du sie also sorgenfrei wiedererkennen und nutzen können. Also sie hat so einen behaarten Stängel und lauter kleine Einkerbungen entlang des Stiels. Des Weiteren hat sie also hier diese Hüllblätter, die ungewöhnlich lang sind unter dem Blütenstand hier, das sind die hier unten. Dann wiederum, und das ist ein einzigartiges Kriterium auch, wo du sie immer gut erkennen kannst, ist, man denkt immer, da hockt ein Käfer in der Mitte von der Blüte, aber eigentlich hat sie hier in der Mitte eine Blüte, die immer violett bis fast schwarz gefärbt ist. Genau, was kann die wilde Möhre so? Genauso wie die Karotte, weiß man, enthält ganz viel Vitamin A, also Carotinoide. Noch nicht vollendetes Vitamin A, aber der Körper baut es dann selber um. Und zwar eine herausragende Menge. Und das ist also auch bei der Karotte so. Man denkt, die Karotte, die Wurzel, also die Frucht, die Karotte, die wir essen, enthält viel Vitamin A. Aber tatsächlich enthält das Blattgrün, also das Karottengrün, tausendfach mehr Vitamin A als die Wurzel. Also das Grünzeug ist wie immer ganz vorne mit dabei. Deswegen also auch hier wieder die Wildkräuter um Längen ganz weit die Nase vorne. Vitamin B1, Vitamin B2, sehr reich an Kalium, auch ätherische Öle wiederum, so wie fast alle Doldenblütler, oder ich glaube ausnahmsfrei enthalten die Doldenblütler sehr viel ätherisches Öl. Ätherische Öle sind wie die Essenz, der Geist der Pflanze, die also unmittelbar auf unsere DNA zugreifen können und unsere Gene, die Gesundheitsgene, die Lebensfreude des Lebensfreude-Gene anschalten und die ganzen Gene, die uns nicht so viel Freude im Leben bescheren, können die wieder ausknipsen. Stichwort Epigenetik. Genau, also ansonsten noch vielleicht zum Erkennen, dass die Blattstruktur ist also so dreiecksförmig, wenn man sich das anguckt von oben. Also jetzt diese gesamte Blattstruktur erinnert an eine Dreiecksform. Schmeckt auch wie Möhre und ihr könnt also die Wurzeln nutzen. Ist eine zweijährige Pflanze, also wenn ihr sie wachsen seht, zweijährig heißt, im ersten Jahr bildet sie erstmal die Wurzel aus und die Pflanzenrosette, sagt man. Und im zweiten Jahr erst bildet sie dann den gesamten, wächst sie nach oben und bildet auch die Blüte aus. Ihr könnt sie auch im zweiten Jahr sehr gut noch ernten, also
Andererseits biete ich, wie gesagt, auch Wildkräuterwanderungen an im Raum Heidelberg. Der Link ist auch hier unten. Und natürlich gibt es auch die Option PlantNet. Das ist die beste App. Die ist auch hier unten verlinkt. Und mein Lieblings-Wildkräuterbuch ist auch unten verlinkt. Also, dass ihr alles wirklich mal geballt habt. Punkt Nummer 4. Wildkräuter sind kostenfrei. Sie kosten nichts. Und es ist hochgradig heilsam. Die Natur schenkt es uns und wir brauchen nur Zeit. Das ist alles. Wir müssen uns einfach die Zeit nehmen und die Zeit in der Natur ist sowieso eine Zeit, die wir uns täglich nehmen sollten, die wir auch brauchen, weil ja, es ist uns einfach auflädt in dieser ganzen Technikwelt, in der wir den ganzen Tag leben, die uns wirklich viel Energie abzieht, ist es einfach wichtig, in die Natur zu gehen. Und wieso dann nicht einfach noch verbinden, Wildkräuter zu sammeln? Es ist kostenfrei. Und ihr stärkt damit eure Gesundheit und ihr baut damit eure Energie auf. Also es gibt nichts Besseres. Fünftens. Fünfter und letzter Punkt. Es ist optimales Wissen in jeder Krise. Falls wir mal eine Versorgungskrise haben sollten, von denen viele Wissenschaftler und Forscher auch mittlerweile ausgehen, was auch theoretisch sogar schon dieses Jahr passieren könnte. Ich will natürlich den Teufel nicht an die Wand malen, aber es ist enorm wichtiges Wissen. Welche Heilkräuter kann ich essen? Welche sind giftig, welche nicht? Also dieses Wissen sollte sich wirklich jeder aneignen, um in solchen Krisensituationen gut aufgestellt zu sein. Ja, ich hoffe, meine Tipps haben dir weitergeholfen und du setzt einiges davon für dich um. Und informierst dich weiter. Wie gesagt, ich habe auch ganz viele Links in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat und mir weitergeholfen hat, gib mir einen Daumen hoch, kommentiere auch und teile das Video. Es pusht den Kanal. Mein Kanal ist ein bisschen eingekracht, von daher würde ich mich sehr über deinen Support freuen. Und ja, wenn du irgendwelche Wünsche hast zu dem Thema Wildkräutern, schreib es mir auch in die Kommentare, wenn du irgendein spezielles Video zu bestimmten Wildkräutern oder in dem Thema Wildkräuter oder gesunde Ernährung, Ernährungsumstellung, aber auch Bewusstseinsinhalte willst, dann schreib es mir in die Kommentare und ich schaue, dass ich darauf eingehe. Also, bleib gesund, bleib zentriert und beschäftige dich mit Wildkräutern. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dein Marlon. Ciao.